Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. Beim letzten Mal haben wir den komischen Riesensalamander gekillt. Und jetzt mal gucken, wo es mich hier hinführt. Hier ist noch ein Aufzug. Ich bin irgendwo hier drin. Aber scheinbar ist hier keine Kartenerweiterung. Mal gucken, wo ich jetzt landen werde. Der hat scheinbar... Ich habe, glaube ich, gelevelt beim letzten Mal. Ich weiß nicht mehr. 2010 sind nicht viele. Also schätze ich mal, dass ich gelevelt habe. Habe ich noch Wasser? Tatsächlich, ich habe noch Wasser sogar hier. Altus Palenus, okay. Geschrieben, jetzt soll ich auch kurz checken, was die da geschrieben hat. Eine Sekunde. Aus wie Züge. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, ich sollte das nicht hier machen. Ich glaube, ich sollte erst einen rechten Weg weitergehen. Aber damit habe ich jetzt auch noch einen Spot. Das heißt, hier kann ich weiter. Die möchte, dass ich im Untergrund gehe. Ich glaube, das heißt, ich kümmere mich um die Seite hier. Also ich kümmere mich hier um das komplette Berggebiet. Diese Straße werde ich nicht machen. Die kann man dann machen. Und ich glaube, dann werde ich mich um die Unterwelt kümmern. Ich glaube, da will die andere mich ja haben. So. Wobei, hier war auch noch irgendwo. Warte, wo war das denn? Vielleicht sollte ich... Weil ja, da war das. Da war noch dieser eine Weg, wo diese Geister spawnen. Erstmal bin ich die linke Seite nicht hoch vorgelaufen, bin ich durch die Mitte gelaufen. Ich laufe erstmal links lang. Ah, das ist so eine Maschine, die ausgebrannt ist. Cool. Wäre nicht so klug. Oh, eine Kiste. Okay. Das ist hier, das ist das, ne? So komische Schimmersteinmarke. Ich weiß nicht, was ich damit von halten soll, für diese ganzen Crafting-Sachen. Weil da kommt halt gefühlt einfach nichts bei rum. Klingenzauberei. Was ist denn Klingenzauberei? Das ist jetzt auch nochmal was anderes, ne? Klingen.
wird halt, also Schimmer klingt, klingt auch ganz normal, irgendwelche Schwertwaffen oder nicht? Ich nehme die auch nochmal weg hier. Weiß nicht, wo mich das hinführt. Dahin war ich da noch nicht. Im Wald, ich glaube, da war ich noch nicht. Ich glaube, da bin ich aber dran vorbeigelaufen. Im Wald, da war auch nicht der hässliche Bär, wenn ich mich nicht vertute. Ist so close. So, dann gehen wir jetzt mal unten durch in die Mitte, ne? Warum muss denn da so ein scheiß Baum sein? Und alle, dann kommen die Geister, dann haben wir so ein dicker Titan. Das ist ein echt guter Spot. Cool. Ich frag mich, was denn da hinten ist, dass hier so viel gesammelt wird. Da muss ja aber irgendwo ein starker Mensch sein, oder? Ich meine, die müssen ja irgendwas protected haben, oder? So. Vorne ist so ein Glitzerding. Lucaria, heilige Halle, die dem Studium der Magie gewidmet ist. Warum bla? Warum was? Das ist halt schon zu spät, ne? Warum bleibt mir die Tür verschlossen? Darf ich diese steinerne Krone nicht tragen? Scheinbar ist es einfach nur ein Weg, der zur Kathedrale, zur Kathedrale, zur Akademie bringen, reichen soll. Ist das wohl nicht? Wer ist das hier wohl nicht? Nochmal hier links.
irgendwo hier war noch die eine Frau. Ich erinnere mich. Ich meine, das war hier. Warum laufen die denn dahin? Wo laufen die weg? Moment, was macht der denn da? Den hatte ich doch schon gekillt gehabt. Der noch mal aus. Ich habe den eigentlich schon gekillt gehabt, aber warum ist der denn wieder da? Oder respawnt der einfach? War das das? Na ja, komisch, dann haben wir das doch. Oh, wie geht mein Handy? Achso. Ja, dann kommen wir doch dahin. Uns hier umschauen. Können wir uns da umschauen. Da haben wir noch eine. Genau, das andere hat auch wieder nach unten geführt oder so irgendwie, ne? Weiß schon nicht mehr. Ich habe mich noch nicht oben bei der Kirche, ich habe mich auch direkt dahin bauen können. Das wäre smart gewesen, natürlich. Oben bei der Church, ja. Schauen wir uns mal da oben um. Vielleicht hat diese komische Market Turtle ja nochmal was für mich. Wikinger. Ich glaube, das sind dieselben wie in der Unterwelt. Die mit den großen Bogen. Die mich gewundert haben immer. Können wir mal hier rein. Hey, Mr. Turtle. Hast du was für mich? Greetings. Zauberei studieren, du hast nichts. Ach, du hast die beiden coolen Sachen, ne? Anrufung studieren. Interessant. Überraschend. You wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great. He came to these lands. He soon repent, however. Radagon left, taking the mystery as to why and moreover. Ja, ich glaube, das hatte schon alles. Machen wir erstmal hier oben links. Was ist das denn da? Da ist noch so ein Turtle. Da unten ist auch einer. Da ist irgendwas anderes, fettes Weißes. Da hinten ist das Anwesen, wo ich vorher war, ne? Ja. Das ist so aus? Krass. Und ganz da oben war ich jetzt auch. Hier sind sogar zwei Turtles. Da kann man ja richtig viele Seen machen, wenn du da alles duplizieren kannst. Auf die kannst du über eine Stadt raufhüpfen.
ist eine weiße Statue kaputt. What? Oh, fuck, wo ist der Mater? Fuck, der ist bestimmt unten, oder? Das war, ich glaube, das war doof. Ich glaube, das war richtig doof. Ich glaube, das war doof. Ich glaube. Wo bin ich hier? Ja, das war doof. Immer da rein. Ich glaube, das ist smarter. Okay. Das ist natürlich. Ich habe nicht erkannt, was das war. What the heck, ey. Crazy guys. Aber wenn ich die Taste gedrückt halte, dann komme ich wieder auf den ersten. Das ist ganz cool. Dann sollte ich vielleicht aber das mal ändern hier, oder? Ging es jetzt gerade nur darum, wenn ich das so mache und daran denke, dass ich das so kann. Wenn ich dann beispielsweise hier bin, dass ich dann einfach drücke, oder wenn ich hier bin. Hätte ich vielleicht, da müsste ich wahrscheinlich auch noch die Skills am ändern. Ja, dann wahrscheinlich hier durch die Lücke, oder? Wobei das wahrscheinlich Selbstmord ist. Was ist denn los mit denen? Die sind ja mega am Schummeln. What the heck ist los mit diesen Archern? Ich sehe die nicht mal und die knallen mich ab. What? Vor allem richtig krass auch, wie die um die Ecke fliegen. Die sind ja richtig am Schieden. Ja, das ist ja scheiße. Wie mache ich das denn dann? Wie mache ich das? Einfach mal ein bisschen in deren Sichtweite zu sein, beim Schuss ihn eher. Wir sind hier oben drauf. Ich komme da nicht oben drauf. Wenn ich da oben nicht drauf komme, aber die, dann ist das blöd. Kein Schnitte. Der bleibt doch nicht im Baum hängen. Alter, ist das ein Bolzen? Boom. Willst du mich veräppeln? Geh doch mal weg, das Ding ist ein bisschen nervig da. Ich hab echt Angst bei den Viechern. Weil die ballern ja auch, obwohl ich hinter einem Stein bin, ballern die immer noch auf mich. Geht dieser riesige Bolzen mal da weg, der ist nervt.
Nein, was sind denn schon wieder diese Dinger? Die nerven. Ich habe keine Lust auf den. Das sind mit Abstand die schlimmsten Tiere, das schlimmste Viech im Game. Diese Bären. Hier ist nichts. Ich muss erst nach oben. Ich muss halt versuchen, Highground zu kriegen. Für den Fall der Fälle, dass dann nochmal so ein scheiß Archer kommt. Ich laufe jetzt erstmal hier längs. Da ist noch irgendeine Art Kathedrale oder so. Da ist noch ein Castle. Das sieht aus, als würde ich hier sterben. Ich weiß nicht, was perfekt ist, aber ich will da rein. Das ist einfach nur Gras. Das ist so ein komisches Büschchen. Keine Ahnung, was das macht. Ja, da ist die Tür. Hochstraße von Belu. Wait, ist das... Das ist das. Mit dem schwarzen Messer, oder nicht? Das nochmal. Jo, da ist der Baum, da ist das und hier ist das Ding. Okay. Hier wartet mich ein schwarzes Messer, bin ich mal gespannt. Oder irgendwie so ein schwarzes Messerstempel oder irgendwie sowas. Das ist von der Umarmungstruller gewesen. Bin immer gespannt, was mich hier erwartet. Ja, scheinbar Skelettkacke. Ich bin kein Fan von Skeletten, okay. Hier ist der Bossraum, das heißt, das ist einfach ganz normal von diesen Dungeons. Aber ich habe jetzt keine Hand angeblickert da von so einem Viecher. Lol? Ich hab dich doch kaputt gemacht gehabt. Alter! Du bist nur ein Haufen Knochen, wie kannst du mich... Das war alles für Axel, sah cool aus, zeig dir mal. Oh,
Die da. Rosos Axt. Oh, die sieht cool aus. Ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat, aber was ich habe ich, würde ich sagen. Schau mal. Ich glaube, hier gibt es bestimmt auch wieder unsichtbare Wände. Könnte mich mal nicht wundern. Ich weiß nicht, was ich da gerade höre. Oh, cool. Vertraust halt alles. Hier ist wieder irgendwo so ein Mage in der Nähe. Oh! Was soll das? Normaler Kram. Aber nicht, dass das mit dem Fahrkram hier jetzt erledigt ist. Glaube ich, investieren wir in einen Mana Potion. Noch einer. Eine unsichtbare Wand. Hier ist bestimmt irgendwo was. Frage ist wo? Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn hier weiter? Schon einfach einen Krabbenschlüssel. War nur die Falle, oder nicht?
komme nicht weiter. Irgendwas habe ich übersehen. Die Sache ist, die werden immer wieder belebt und das nervt. Aber hier kommst du nirgendwo. Hier unten ist es falsch. Hier ist eindeutig falsch. Das muss da oben sein. Die Frage ist nur, wo da oben? Und die Frage ist halt, die Typen nerven mich ganz schön dolle. Ich weiß, ob ich das irgendwie so. Richtig nice, zeigt mir schon keine. Genau das meinte ich. Das hat mir alles viel zu viel gekostet. Ich muss damit auch hochfahren, das war klar. Okay, das war nicht klar. Okay. Oh, ätzend. Oh, ich hasse Skelette, die gehen mir so auf den Sack. Jetzt werden die noch mal mehr wiederbelebt. Ich meine, die werden ja schon wiederbelebt. Und jetzt werden die noch mehr wiederbelebt. Ist das nervig? Echt ätzend. Halt direkt durchlaufen. Als ob. Hier kommt 100%ig irgendwo eine unsichtbare Wand vor. Hier ist der Bossraum. Was ist das für ein Loch? Die andere Seite ist auf jeden Fall. Stimmt, das sind zwei Bosse. Das ist ja ganz anderer. Die unsichtbare Wand da war das andere. Jetzt schaue ich ja mal um. Ja gut, dann gehen wir erstmal zur unsichtbaren Wand, würde ich ganz klar sagen. Und mal gucken, was da für ein Boss kommt. What the heck? Hier sah das offensichtlich so aus. So, wir machen erstmal voll. Ich
werde wahrscheinlich verrecken. Das ist mein erster Guess. Ich habe zwei Heiltränke, das sollte vielleicht klappen. Mal gucken, was uns erwartet. Ich sehe noch nichts. What the heck? Der sieht cool aus, aber der sieht aus, als würde ich den nicht schaffen erstmal. Ich muss mich jetzt auch gleich Sport machen. Ich versuche es noch ein oder zwei Mal. Ich komme ja, glaube ich, recht gut dadurch, aber das ist, glaube ich, jetzt auch. Ist schon ein nerviger Weg, muss man sagen. Der Ritter Spoilsport scheinbar auch, okay. Ich überlege aber, welcher Waffe ich den am klügsten machen könnte. Die in der ignorieren war. Wir müssen uns erstmal eine Seele holen. Das ist das oberste Priorität. Ich möchte keine Seele mehr verlieren. Das ist ja ernst, oder? Ich werde gleich sterben, ich werde gleich sterben. Willst du mich eigentlich komplett veräppeln, ja? Was passiert hier gerade? Alter Falter. Alter, was ist das für ein Skelett, was mir hinterher rollt? Dusch. Geh da durch! Was ist das denn für einer? Er hat mich getroffen! Alter! Anders gelästert. Das war eine Verschwelle. Mann! Keine Schnitte. Alter, was ist das denn für eine Nervensäge? Wenn ich dieses Skelett da schon sehe, wie das da hinterherläuft. Puh, das macht mich schon aggressiv. Alter, rollt das den ganzen Tag mir hinterher, dieses Fickviech. Das heißt, ich muss unterwegs jedes Skelett killen. Meine Spells, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der ist... Der bietet mir nicht viel Möglichkeiten. Oh, das ist, was ist das denn für einer? Einzige Waffe. Wann habe ich den denn bekommen? Ich kann den nicht benutzen. Wieso kann ich den nicht benutzen? Ja. Verzaubert die Waffe. Ach so. Ja. Ich würde ganz klar sagen, das nehmen wir. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Klügste für mich. Wenn ich versuche, damit zu staggern irgendwie. Versuchen überall an vorbeizulaufen. Aber halt immer die einen Priester wegklinschen. Habe ich keine Lust auf das hier beim Alten zu machen. Ich sehe noch nicht, wie ich den Typen besiegen kann, weil ich ihn nicht staggern kann. Das ist ein Problem. Das habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das hinbekommen soll.
Sache ist, wenn ich das beschwöre, komme ich damit nicht durch. Ich werde halt instant umfallen. Ich hing an dieser Bank fest! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Erst übrigens habe ich die scheiß Seelen zusammen. Und dafür ich hasse es. Da muss man durchlaufen, muss. Oh, diese scheiß Skelette gehen wir jetzt schon auf den Sack. Das ist ja mega ätzend, der Weg. Das ist ja mega ätzend. Als ob der mich getroffen hat. Wir müssen rein den ersten Angriff dodgen und dann durch Schwerter sammeln. Um mich. Was ist das für ein Feuer? Das geht mir auf den Sack. Das geht mir auf den Sack. Das geht mir so sehr auf den Sack. Das kann nicht wahr sein. Letzter Versuch. Das ist mir echt zu anstrengend. Man muss auch die Skelette davor killen, damit man dann alle Ruhe hat. Weil sonst geht das nicht. Das ist fürchterlich. Die Sache ist, der ist viel zu schnell für meine Angriffe. Weil deine Angriffe nehmen gar keine Pause. Das geht mir auf den Sack, das geht mir auf den Sack, oh Sack. Das jetzt jedes Mal machen muss. Ich weiß auch nicht, wie ich den Typen bekomme. Ich weiß es nicht. Also beim besten Willen. Ich muss ihn gestaggert bekommen, aber ich mach das mal. Die sind ja einfach, die gehen kaputt da drin. Da hast keine Zeit zum Trinken. Was soll ich denn da machen? Das sind viel zu viele Spells in meiner Leiste. Ich muss die loswerden. Man macht den ordentlich Schaden, aber ich komme nicht zum Angreifen. Das ist ein Problem. Wie kriege ich das hin? Zauber lernen. Ich hab ein Schild. Ich muss das Schild nehmen. Das ist eine smart Idee. Dich brauche ich nicht. Das kann ich so machen. Den behalte ich. Das bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. Der Rest ist alles nicht so krass. Zertrümmerkristall, das könnte man, das dauert auch zu lange. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, das ist schon so okay. Ich muss lernen zu blocken. Letzter Versuch jetzt. Ich muss mir nur angewöhnen, dass ich davor blocken sollte. Dass ich halt mit dem Blockschild rumlaufen muss. Dass wenn er mich trifft, dass er mir keinen Schaden macht. Weil ich glaube, seine Angriffe, die gehen vom Schaden her. Das heißt, es geht nur darum, dass ich halt nicht getroffen werde.
Ja, probieren wir mal. Ich habe ein Schild, ich muss das Schild benutzen. Ja, er macht keinen Schaden, wenn ich blocke. Smash mir mein komplettes Stamina weg. Na gut, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, ein Abo da. Und beim nächsten Mal machen wir ihn auf jeden Fall fertig. Und ich schätze mal, da werde ich noch ein paar Mal sterben. Dementsprechend werde ich am Ende wahrscheinlich Unmengen an Seelen haben. Ciao, ciao, bis dann. Ich hoffe, ich verliere die Seelen nicht. Das würde mich echt abfucken. Ciao, ciao.